Nachdem der sportliche Teil hinter uns liegt, treten wir jetzt, verehrter Monsieur Maréchal, in die konstruktivere Phase unserer Zusammenkunft ein. Auch wenn nichts auf mich als Besitzer hinweist, so müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass die Akte mir gehört. Mir persönlich. Man könnte auch sagen, ich halte sie als Treuhänder für einen gewissen Personenkreis. Das gegenwärtige politische Klima ist nicht besonders vertrauenerweckend und deshalb könnte eine Veröffentlichung Ihrem Land nur schaden. Meinem Land? Was geht Sie mein Land an? Sehr richtig, gar nichts. Was übrigens auch auf alle anderen Staaten zutrifft. Indessen konstituiert sich die Internationale der Proleten. Dagegen etablieren wir die Internationale der Moneten. Sie verdient mehr Vertrauen, glauben Sie mir. Worte wie Kriegführende, Alliierte gehören der Vergangenheit an. Wir haben keine Freunde mehr, wir haben Partner. Wir haben keine Feinde mehr, wir haben Kunden. Das Kapital kennt keine Grenzen mehr. Die Korruption natürlich auch nicht. Deshalb wird auch die Veröffentlichung der Akte Serrano nicht das Geringste ändern. Ich werde demissionieren, 2 oder 3 Politiker müssen ihren Hut nehmen, Sie landen im Gefängnis. Im Grunde wird sich überhaupt nichts ändern. Sie vergessen dabei aber völlig die öffentliche Meinung. In der Lockheed-Affäre hat sie geschlafen. Und der Fall Nixon? Da ging es nicht um Geld, das war eine Frage der Moral. Ah, es gibt sie also, die Moral. Keine Aufregung, dieser Skandal wird sich nicht wiederholen. Monsieur Maréchal, Sie haben eine vorsintflutliche Ehrauffassung. Sie hat keine Beziehung zur Wirklichkeit mehr. War es nicht Ihr letzter großer Staatschef, der einmal gesagt hat, dass Sie alle Kälber wären? Und was stört es denn schon, das Kalb, wenn ein Kabinettschef oder ein Staatssekretär sich schnell mal ein bisschen bereichert? Sind Sie der Meinung, dass dadurch die wirtschaftliche Situation auch nur im Geringsten tangiert wird? Wichtig ist doch nur das Produzieren, das Verteilen, die Bedürfnisse der Kälber zu decken, ihnen zu fressen, zu saufen und was zum Lieben zu geben. Mehr brauchen sie nicht. Und vielleicht noch einen kleinen Tapetenwechsel im Jahr. Herein! Die Herren sind eben angekommen. Sie sollen reinkommen. Guten Tag. Herr Minister, ich möchte Ihnen Monsieur Maréchal vorstellen, der Ihnen in letzter Zeit diese aufsehenerregende Publicity verschafft hat. Früher hätte man Sie dafür eingelocht. Das ist eine Diffamierung schlimmster Art. Es steht Ihnen frei, mich zu verklagen. Journalisten sind korrupt und charakterlos. Man sollte... Sie kaufen. Er würde es lieber anders regeln. Ein Angebot. Sie geben uns die Akte zurück. Wie viel? Ich würde sagen, diese noble Geste von Monsieur Maréchal ist 2 Millionen wert. Darüber kann man reden. Vielleicht. Wenn das alles ist, Monsieur Maréchal. Den Namen von Philipps Mörder. Selbst, wenn ich den Namen kennen würde, ich würde ihn nicht preisgeben. Aber ich kenne ihn nicht. Eine fixe Idee. Diese Forderung kann doch noch in letzter Minute... Das ist die Vorbedingung. Ohne sie platzt das Geschäft. Hör endlich auf zu spinnen. Philipp ist uns scheißegal und auch der Mörder von Philipp ist uns scheißegal. Mein Auftrag ist hiermit beendet. Monsieur Fondary übernimmt das Weitere. Ich gehe etwas unbefriedigt. Ich bleibe. Nein. Ich will dabei sein, wenn man diesem Scheiß... Nein! Langsam glaube ich, was die Zeitungen schreiben. Sie sind eine Marionette, Herr Minister. Ein Stück Dreck. Sie haben einen schweren Weg vor sich, Monsieur Maréchal. Ich bedauere Sie ehrlich. Und wird sich denn jetzt etwas ändern? Nicht sehr viel. Wenn Kommissar Pernet ein anständiger Mensch ist, wird er seinen Abschied einreichen und Lachse fischen gehen. Ist er kein anständiger Mensch, hat er die besten Aussichten, Polizeipräfekt zu werden. Gewisse Volksvertreter werden in der Versenkung verschwinden, aber nicht sehr lange. Hab keine Sorge. Wenn sie wieder auftauchen, haben sie sich ihre demokratische Maske neu aufpolieren lassen. So wie alte Huren sich ihre Hinterbacken liften lassen. Nein. Die einzigen, denen wirklich etwas passieren wird, das sind die Lachse. Schlaft in Frieden, Bürger von Paris. Es ist alles in Ordnung. Thank you.